Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Indisches Wochenhoroskop von 20. bis 26. August 2018. Sicherlich haben Sie festgestellt, dass die Tageshoroskopen unregelmäßig erscheinen. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, Tageshoroskopen zu veröffentlichen, sondern es liegt daran, dass ich bin voll ausgebucht und ich komme zeitlich nicht dazu. Ich habe überlegt, ob ich diesen Kanal schließen soll oder weitermachen soll. Ich brauche eine Lösung und ich dachte, wenn ich das einmal in die Woche mache, dann werde ich Zeit gewinnen. Ganz aufhören würde mir wehtun, immerhin ist es mein Baby. Und so habe ich diese Lösung gefunden. Die Wochenhoroskopen kommen Wochenende und ich beschreibe dann bei diesen Aufnahmen, was passiert in die kommenden Wochen und ich gehe auf den einzelnen Tagen ein. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders. Es ist eine andere Berechnung, weil sie berücksichtigen die Präzession, also haben auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich hier in jetzt Wochenhoroskopen erzähle, wo die Planeten, Sonne, Mond sich bewegen, dass das nicht identisch ist mit dem westlichen Astrologie. Aber die indische Astrologie ist dafür präziser. Die indischen Astrologen beschreiben, dass die Sonne jetzt in Tierkreiszeichen Löwe sich bewegt. Das bedeutet, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Für die Löwengeborenen bedeutet das selbstverständlich, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen oder wahrgenommen werden, was sowieso wichtig ist für die Löwengeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und das eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll. Trotzdem sollen wir die einzelnen Tage auch berücksichtigen, weil es gibt immer wieder Tage, was eben nicht geeignet dazu, etwas Neues zu beginnen. Da ist die Spannung zu hoch. Und jetzt die Mondbewegung. Montag befindet sich Mond in Tierkreiszeichen Skorpion und hat einen Einfluss von Antares. Antares gehört zu den königlichen Sternen, so haben die alten persischen Astronomen etwa 3000 vor unserer Zeitrechnung bestimmt. Antares hat eine Verbindung zum Mars und das ist so ähnlich wie Marsenergie. Also wir haben die Kraft, uns durchzusetzen, uns behaupten und das ist die Energie, was Mond vermittelt uns am Montag. Aber Vorsicht, es ist Streit, Streitigkeiten sind möglich. Aber bitte nicht davonlaufen, sondern wir sollen in diesem Tag uns durchsetzen, uns behaupten. Dienstag ist ein guter Tag, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Dienstag ist die Energie, das Fundament, ein Hausbau oder eine Beziehung einzugehen oder eine Ehe, einen Vertrag abschließen, etwas gründen. Für Reisen ist dieser Tag auch sehr günstig oder zum Meditieren. Aber sollen wir Dienstag die Oberflächlichkeit meiden? In diesem Dienstag, in diesem Tag, bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Schütze. Mittwoch bewegt sich Mond immer noch im Schütze, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus vermittelt etwas, etwas langsam angehen lassen, reifen lassen, abwarten, geduldig zu sein und passiv verhalten.
Die Kräfte, die Energie fließt in verschiedenen Richtungen. All das, was mit Geld zu tun hat, die Materie, diese Kraft, nimmt Mittwoch zu und wir neigen dazu, mehr Geld auszugeben. Und die spirituelle Kraft nimmt ab, das ist etwas schwächer. Donnerstag bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Steinbock. Das Denken ist klar und logisch. Alle Unternehmungen ist es günstig, wir haben Donnerstag Erfolg. Alles, was wir beginnen, geht mit Leichtigkeit voran. Freitag befindet sich Mond immer noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Dieser Mondhaus, wo sich Mond bewegt in diesem Freitag, heißt Shravana und das heißt übersetzt Hören, das Ohr, das Gehör und das ist die Energie. Wir sollen zuhören, weil wir erfahren etwas Wichtiges. Wenn wir genau hinhören, können wir etwas verstehen, klar und deutlich erkennen. Samstag und Sonntag befindet sich Mond in Tierkreiszeichen Wassermann im selben Mondhaus. Dieser Mondhaus heißt Tanishta und übersetzt heißt Grenzgebiet, Reichtum, Wunsch. Und in diesem Tag kann ein Wunsch zum Erfüllung gehen oder wir haben Gewinnchancen, gute Geschäfte können wir abschließen. Und diese beiden Tage, auch Samstag, Sonntag, ist gut für Finanzen und für Gewinn. Und jetzt zum einzelnen Tierkreiszeichen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Das habe ich beschrieben. In diesem Bereich regieren die Pitris und das sind die Ahnengötter, also hat mit Ahnen etwas zu tun und das ist Vergangenheit. Nicht nur die Pitris herrschen hier, sondern auch Ketu, die absteigende Mondknoten. Die indischen Astrologen beschreiben das als Drachenschwanz und hat auch mit Vergangenheit, mit einem früheren Leben, mit altem Karma etwas zu tun. Also das wirkt zurzeit zu den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Die Jungfraugeborenen bringen ihren Finanzen in Ordnung. Hier befindet sich Venus, die Liebesplanet. Venus ist nicht nur die Planet für die Liebe, sondern auch für Schönheit, Ästhetik, Kreativität. Das wirkt zurzeit zu den Jungfraugeborenen. Ein guter Einfluss haben die Steinbockgeborenen, auch die Stiergeborenen, auch die Skorpiongeborenen, auch die Krebsgeborenen und das spiegelt etwas für die Fischengeborenen und die Fischengeborenen sollen in diesem Spiegel schauen. Thema ist natürlich die Liebe-Partnerschaft. Aber zurück zu Jungfraugeborenen. Also wichtiges Thema ist die Liebe und welche Mondhaus wirkt auf diesem Liebesplanet. Bis Freitag sind es Handlungen. Das ist Kreativität. Natürlich auch bei kreativer Arbeit, weil Venus hat damit auch etwas zu tun. Und auch die schöpferische Kraft ist spürbar. Also in die Liebe-Partnerschaft kommen auch Neuigkeiten. Und natürlich die Handlungen. Bis Freitag. Ab Samstag ist eine ganz andere Energie, weil Venus wechselt den Mondhaus. Und hier ist die Ernte. Das trägt Früchte. Das bedeutet auch Leichtigkeit, etwas wird geklärt und sichtbar gemacht und die Schönheit wirkt auch in diesen Tagen. Die Tierkreiszeichen Waage. Geborenen können mit kleineren Veränderungen rechnen oder mit einer kleinen Reise, ein Besuch, eine Einladung, ein Fest in Familie
oder in vertrauten Umgebung. Jupiter, der große Glücksplanet, bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Waage nach indischen Berechnung. Und das bedeutet nicht nur Glück, sondern Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und hat einen Einfluss auf die rechtlichen Lage. Das Mondhaus, wo sich Jupiter gerade bewegt, ist aber ungünstig. Es ist sehr schwierig, in einer rechtlichen Lage etwas klären, das Recht zu bekommen. Und wir können auch mit Angriffen rechnen, beziehungsweise können die Waagegeborenen damit rechnen. Die Tierkreiszeichen Schützegeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben zurzeit tolle Ideen und das möchten sie gerne in Tat umsetzen. Sie sollen das auch ernst nehmen, aber noch nachdenklich sein, zurückblicken in die Vergangenheit und da etwas noch loslassen, noch aufräumen, weil es sind noch Hindernisse da. Kinder spielen zurzeit auch eine Rolle bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit, die berufliche Situation, und sie möchten sich beruflich verbessern. Aber sie sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Gleichgewicht, die Kraft und fühlen sich die Steinbockgeborenen müde und erschöpft. Es ist momentan etwas sehr schwierig, etwas klären, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Bei den Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist gerade die wichtige Thema die Liebe-Partnerschaft. Sie fühlen sich unsicher und es kommen Erinnerungen, enttäuschten Gefühlen. Und sie sollen diese Gefühle loslassen und offen zu sein für eine Versöhnung, eine Verbesserung oder offen zu sein für einen Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Finanzen und Ämter, weil das bringen die Fischengeborenen gerade in Ordnung. Das kann Erbschaft sein oder Finanzamt, Banken, Versicherungen oder Investitionen. Liebe Partnerschaft ist auch sehr wichtig, weil das spiegelt etwas für die Fischengeborenen und sie sollen in diese Spiegel schauen, nicht nur warten, bis die andere sich meldet oder Gefühle oder Interesse zeigt, sondern es ist wichtig, ein Entgegenkommen, weil so kommt die Liebe Partnerschaft in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen befinden sich in einer Reise oder planen eine Reise oder Kontakte im Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, weil die Wiedergeborenen machen gerade wichtige Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einer Überraschung rechnen. Die Stiergeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Viele Stiergeborenen suchen gerade ihren wahren Berufung oder möchten Erfolg im Beruflichen. Die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Zwillingsgeborenen haben zurzeit tolle Ideen. Nicht nur Ideen, sondern auch die Vorstellungskraft. Die Träume, die Visionen sind gerade sehr ausgeprägt und sie haben eine gute Hoffnung, das Umsetzen im Tat. Es öffnet sich neue Chancen, neue Möglichkeiten. In die Liebepartnerschaft fühlen sich die Zwillingsgeborenen etwas unsicher, aber in Freundschaften kommen neue Begegnungen, neue Kontakte. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bekommen eine gute Nachricht und in die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück. Aber sie sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sich die Krebsgeborenen müde, erschöpft. Also sie brauchen zurzeit sehr viel Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Also ein gewisser Rückzug. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.